Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und Trimark.de. Mein Name ist Lars Wichert, ich bin Redakteur und heute darf ich euch durch den Podcast mit Fritz Sitte begleiten. Fritz Sitte ist eine richtig spannende Geschichte, hat sich gedacht, er fährt einfach mal gute 9 Monate durch Afrika und hat dabei dann auch noch einfach mal schnell den Ironman 73 Ruanda gefinisht. Wie das alles dazu kam, wie die Reise aussah, ob alles komplett unproblematisch war und wie man einfach mal so eine Mitteldistanz absolviert, obwohl man auf Reisen ist. Das erzählt er uns alles in dem Podcast. Ich fand es richtig spannend. Ich hoffe, euch gefällt es auch und genießt es. Bis denn. Hallo zusammen. Heute eine Runde Triathlon Talk. Ausnahmsweise mal mit mir, oder was heißt ausnahmsweise? Ich bin Lars. Vielleicht bin ich öfter auf diesem Kanal jetzt zu hören. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar Fritz Sitte. Fritz wird, der Name wird einem wahrscheinlich nicht unbedingt was sagen, wenn man nicht irgendwie ganz tief auf Facebook in irgendwelchen Karteileichen sucht und da vielleicht auch auf ganz alte Dinge trifft. Fritz ist 25, kommt aus der Nähe aus Münster und bringt wirklich eine richtig coole Geschichte mit. Aber Fritz, du kannst dir ja einfach einmal kurz selber vorstellen und dann würde ich mal sagen, so wie du das hier auch schon im Vorgespräch mit mir angekündigt hast, wir gehen eigentlich auf eine ganz große Reise, einmal so ein bisschen den Kontinent gewechselt und da irgendwie durch alle Länder, aber dazu kommen wir gleich. Stell dich doch erstmal selber vor. Moin Fritz. Hi Lars, ja, schön, dass ich hier sein darf. Ist mein erster Podcast, von daher noch ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, dass wir quatschen uns einfach so langsam ein und dann wird es gut. Wie du es gerade gesagt hast, ich komme gerade aus Afrika wieder, bin diese Woche nicht ganz zurückgeradelt, sondern die letzten Kilometer dann im Flieger hingelegt und jetzt wieder in Berlin eingetrudelt. Und finde mich so langsam wieder ein und war jetzt lange auf dem Rad. 9 Monate war ich unterwegs, durch viele Länder gefahren, da sprechen wir gleich noch drüber. Und freue mich jetzt hier wieder im kalten Berlin im Grauen zu sitzen und mal schauen, was wir hier so zusammenkriegen. Ja, nimm uns erstmal mit. Du sagst, du warst jetzt 9 Monate auf Reisen, bist durch Afrika getourt mit dem Rad. Hast auch gerade gesagt, dass du mit dem Flieger zurückgekommen bist. Bist du auf dem Hinweg komplett die Strecke erstmal nach Afrika geradelt oder ging es da auch mit dem Flieger runter und dann hast du da dein Reiserad ausgepackt, deine Taschen rangehangen und dann ging's los? Oder wie kann man sich das vorstellen, wie du deine Reise geplant hast? Genau so, wie du es gerade beschrieben hast. Ich habe vor ein paar Jahren schon mal eine kleinere Reise gemacht. Von daher habe ich mich auch gar nicht groß vorbereitet. Ich hatte noch so eine alte Packliste. Das Fahrrad hatte ich noch. Meine Mom war so nett und hat die Satteltaschen von Ortlieb noch mal einmal geputzt. Und die habe ich dann abgeholt, drangehangen, ein paar Sachen in die Drysacks gestopft, ein paar Klamotten und dann mit Schlafsack und Zelt eingeräumt, alles in Karton. Und dann ging es in den Flieger nach Kapstadt und da habe ich dann einmal alles wieder aufgebaut und bin dann von dort losgefahren. Also komplett ohne Plan irgendwie an den südlichsten Punkt oder fast an den südlichsten Punkt Afrikas, um dann einmal Afrika zu erkunden. So ungefähr, ja genau. Ja, so einmal die auf die Landkarte geschaut und dann mehr oder weniger los. Ja, dann so Tag für Tag gefragt, wo es ungefähr hingehen kann. Und die nächsten Destinationen rausgesucht und irgendwelche schönen Straßen und dann so von A nach B durchgefahren. Jetzt muss man natürlich sagen, was hat jetzt irgendwie so ein Radreisetourist mit einem Triathlon-Podcast zu tun? Da kommen wir auch noch ein bisschen später zu. Deine gesamte Triathlon-Erfahrung, die du mitgebracht hast, ist aus dem Do-it-yourself-Triathlon aufgrund der Corona-Situation, wo du es dir dann aber ja eigentlich gleich richtig gegeben hast, weil du gesagt hast, wenn schon, denn schon, dann muss es auch die volle Distanz sein, wenn ich selber organisiere. Ja, richtig. Also ganz so, ich wollte einen offiziellen machen und hatte für die Langdistanz trainiert und war fit und habe mich gut gefühlt
Und ich war in der Emilia-Romagna gemeldet, war das 2020, vor 2 Jahren. Und das waren so mit die hatten es immer nicht abgesagt und die haben einem noch lange so die Karotte hingehalten, dass man schön weiter trainiert. Und ich glaube, so 3, 4 Wochen vorher hieß es dann, es geht leider nicht. Und ja, dann musste ich ja irgendwo hin mit der Fitness und habe mich dann entschieden, wir haben auch so einen kleinen Triathlon-Verein in der Heimat, dort in Steinfurt. Und dann gibt es da so ein paar, die haben Erfahrung und haben mir ein bisschen geholfen. Gibt es ein Baggerloch, da bin ich dann durchgeschwommen. Und auf einer kleinen 20-Kilometer-Runde irgendwie 7, 8 Mal gekreiselt und am Ende dann noch ein bisschen durch die Bauernschaft gelaufen. Ja, aber war schön. Kann ich sehr empfehlen, das mal außerhalb so des großen Trubels zu machen. Man kämpft zwar ein bisschen gegen sich selbst. Ich glaube, das muss man dann mental hinkriegen. Aber einfach das so mit Familien und Freunden zu tun, ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Ist, glaube ich, was, also viel persönlicher als jetzt so ein großer Wettkampf, der seine eigenen Reize hat, aber wo natürlich alles so ein bisschen im Großen und mit so vielen Menschen dann auch untergeht. Gut, das Mentale musstest du ja dann sicherlich auch mit auf die Reise nehmen. Da warst du ja auch wahrscheinlich komplett alleine unterwegs. Da hast du schon ganz gut was mitbekommen. Aber wie so hast du dich überhaupt für ja einen Ironman angemeldet? Wie kam der Schwung oder die Intention dazu, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt hier die Langdistanz machen? Hast du irgendwie einen sportlichen Background, dass du gesagt hast, okay, hier irgendwie meine Form muss ich irgendwo auf jeden Fall noch mehr vernichten oder noch mehr zeigen, was ich da habe, und hast deshalb so ein bisschen dann Richtung der Langdistanz trainiert, oder war das einfach so komplett ein Ziel, was du gesagt hast, okay, in meinem Alter von damals 23, ja, muss ich das unbedingt gemacht haben, oder wie kam es dazu? Ich bin in dem Jahr davor bin ich den Berlin-Marathon gelaufen. Und ich bin immer, also ich hatte irgendwie, ich habe früher war ich Schwimmer und Wasserballer. Und habe mich immer sehr schwer getan, Schnellkraft aufzubauen. Also so stark geworfen habe ich nie, da musste ich immer hart für arbeiten. Und dann im Studium ging es dann, also da gab es dann auch keinen Schwimm- und Wasserballverein mehr. Das ist ja dann doch sehr ein Randsport in Deutschland. Da musste ich mir dann was anderes suchen, da bin ich dann ein bisschen angefangen zu laufen und habe gemerkt, wenn ich mal ein bisschen die Distanzen erhöhe, dann werde ich nicht so viel langsamer, aber wenn ich die Distanzen reduziere, dann werde ich nicht unbedingt so viel schneller. Und da hatte ich dann so ein bisschen eine Grundfitness im Laufen. Dann war ich hier in Berlin und der Berlin-Marathon ist ja sehr, sehr bekannt und ein sehr schönes Event. Dann habe ich mich da mal für angemeldet. Das lief dann auch ganz gut. Und bin hier in Berlin parallel auch angefangen, ein bisschen Rennrad zu fahren und eigentlich in dem Sommer, wo ich für den Marathon trainiert habe, saß ich immer mehr mit irgendeiner Truppe auf dem Rennrad am Wochenende hatte dann schlechtes Gewissen und bin hinten auf das Radfahren drauf, dann immer noch meine 10, 15 Kilometer Trainingsläufe gelaufen, weil ich beim Radfahren immer alle hier in Berlin für ihren Marathon habe trainieren sehen und dann ganz ohne Laufen geht es ja auch nicht. Ja, und dann hatte ich irgendwie diese Marathon-Fitness und dachte, Fahrradfahren geht jetzt irgendwie auch und in Kombination und geschwommen bist du auch mal. Und dann habe ich das alles zusammengegossen und gesagt, gut, dann, wenn eigentlich die Sachen, die Grundlagen da sind, dann gab es noch einen Freund, der gesagt hat, ich hätte Bock auf einen Ironman. Und dann haben wir dafür zu zweit trainiert. Und er hat sich leider ein paar Mal verletzt und ist krank geworden, hat es dann nicht durchgezogen. Aber ja, ich habe es am Ende dann an die Start und auch über die Ziellinie geschafft. Okay, also so bist du auf jeden Fall zum Hintergrund oder zu dem Background Triathlon gekommen über den Berlin-Marathon. Was hattest du für eine Endzeit beim Berlin-Marathon? Das interessiert vielleicht auch noch manche, mit welch. Also es hört sich ja schon mal so an, dass du die Hassdisziplin vieler Triathleten auf jeden Fall ganz gut beherrschst und wir uns da keine Sorgen machen müssen, dass du beim Schwimmen deine Probleme hast. Ja, das stimmt, das stimmt. Schwimmen geht immer gut. Ist ein Vorteil. Da springt man 2, 3 Wochen ins Becken und dann ja, ist die Schwimmform wieder da. Das vergisst der Körper zum Glück nicht. Ja, beim Marathon bin ich
Ich hatte in Berlin dann die gleiche Zeit wie ein Jahr später beim Ironman. Waren 3:24 bin ich da gelaufen. Boah, Respekt. Das ist schon nicht so langsam. Das ist schon echt zügig. Vor allem, wenn du das komplett alleine gefaced hast, beim Berlin-Marathon natürlich nicht, aber dann nach 180 Kilometer Radfahren und dem Schwimmen, das dann noch so alleine so hinzubekommen, hat ja auf jeden Fall für die Form gesprochen, die 2020 da war. Ja, auf jeden Fall. Da war ich happy. So, jetzt sind wir aber, befinden wir uns in Südafrika, in Kapstadt. Und du hast gesagt, du möchtest eine Auszeit. Hast dir 9 Monate Zeit gegeben oder war es so, dass du selbst noch nicht mal diesen Zeitrahmen irgendwie gesteckt hast und gesagt hast, okay, ich fahre jetzt los und wenn ich keinen Bock mehr habe, dann geht's wieder zurück nach Deutschland, ins kalte Berlin? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also es gab keinen Rückflug, genau. Also es war alles ein bisschen offen. Und das Limit hinten raus ist dadurch so ein bisschen gesteckt, dass ich 2 Freunde und Geschäftspartner habe oder hatte und wir zusammen eine Firma hatten und ich mit denen vereinbart habe, dass sie mich erstmal fahren und reisen lassen und ich mich dann aber in irgendwann Ende des Jahres nochmal um 1-2 geschäftliche Dinge kümmern soll. Und das mache ich dann natürlich jetzt auch noch gerne. Aber vor dem Hintergrund konnte ich nicht komplett abtauchen für mehrere Jahre, sondern komme jetzt nochmal hier wieder neben den schönen Dingen wie Podcasts zu machen, auch noch 1-2 Pflichten aus meinem früheren Leben nach, die sich einfacher aus Berlin als irgendwo aus der Wüste in Afrika machen lassen. Gut, das hört sich ja jetzt schon so an, du sagst jetzt wie im vorigen Leben, das hört sich ja fast so an, als ob dich die Reise da schon auch ein bisschen verändert hat oder du da so die Lust am Reisen gewonnen hast und doch lieber in dem Rahmen bleiben willst, oder? Ja, definitiv. Also ich würde da gerne auf weitere Abenteuer gehen und das Ganze dann auch ein bisschen aktiver als bisher vermarkten und mal schauen. Wir sind ja alle gerade im Triathlon-Bereich begeistert von Jonas Deichmann, der das super gemacht und vorgelebt hat oder das tut. Und mal schauen, ob ich in die Richtung auch ein bisschen was aufbauen kann. Also 2-mal um die Welt. Ja, erst war kein Triathlon geplant. Der Anfang wäre ein Lauf. Auch auf dem gleichen Kontinent, dann die ganze Strecke von Kairo nach Kapstadt. Wow, okay. Also die Strecke, bist du dann, wenn wir uns jetzt in Südafrika oder in Afrika insgesamt weiter bewegen, wie bist du deine Tour gestartet? Du bist in Kapstadt losgefahren und dann wirklich, hattest du ein Zelt mit oder hast du dich dann irgendwo immer bei Einheimischen verpflegt und untergebracht? Wie hat sich deine gesamte Tour da entwickelt und was hast du generell, was war so für dich der Punkt, wo du gesagt hast, das hat mich da am meisten fasziniert oder auf jeden Fall so die Sache, die ich da mitnehme? Mhm. Ja, genau. Also ich bin dann da in Kapstadt gelandet, war erstmal so 1-2 Nächte im Hostel, das Fahrrad zusammengebaut, noch 1-2 Mal feiern gegangen und das schöne Wetter genossen. Und dann bin ich losgefahren mit Zelt und allem dabei. So, dass wenn man mag, und das habe ich dann in anderen Ländern auch später viel gemacht, man irgendwo wildcampen kann. In Südafrika selber ist tatsächlich gar nicht so einfach, wild zu campen. Die haben beeindruckend viele Kilometer an Zäunen dort gebaut. Jedes Feld ist irgendwie abgeschirmt. Das lädt dann aber dazu ein, einfach mal irgendwelche Farmhäuser anzusteuern. Und das ist auch so das Beeindruckendste, was ich sowohl in Südafrika als auch in allen anderen Ländern, die ich bereist habe, mitgenommen habe. Dass, wenn man einfach irgendwo hinfährt und fragt, ob es irgendwas zum Schlafen gibt oder ob sie einen irgendwie unterstützen können, man eigentlich selten dazu kommt, das Zelt dann tatsächlich aufzubauen. Also gerade in Südafrika hieß es immer, ach Quatsch, du kannst ja nicht im Zelt schlafen,
Komm zu uns rein, wir haben hier irgendwie noch ein warmes Bett für dich und du hast ja bestimmt Hunger und können wir dir was anbieten. Und dann wurde man morgens noch mit einem Kaffee und einem schönen Frühstück auf die weitere Reise geschickt. Also eine unfassbare Willkommenskultur, sehr, 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 sehr warmherzig und eine unfassbare Gastfreundschaft, was total schön war. Sowohl, ja, wie gesagt, in Südafrika als auch dann in allen Ländern, die danach kamen. Das war so, wenn man hier in Europa mit Leuten spricht und alle haben so ein bisschen Angst vor dem gefährlichen Afrika und was denn da so passieren mag. Und dann landet man und fährt einfach mal los und es ist genauso das Gegenteil. Statt dass man irgendwo, ja, dass einem irgendwas Schlimmes widerfährt, bekommt man eigentlich überall eine warme Umarmung und wird mit einem breiten Lachen und einer wundervollen Herzlichkeit empfangen. Und das war definitiv die allerschönste Erfahrung und die schönste Lesson, die ich da aus den 9 Monaten mitgenommen habe, dass wenn man sich mal traut und rausgeht und offen auf Menschen zugeht, dass das sehr viel belohnt wird und sehr, ja, mit viel Gutem zurückgezahlt wird und man da keine Angst haben braucht in dem Sinne. Und das war wundervoll. Also hast du da auch nicht so, ich meine, ich war selber auch schon mal in Kapstadt, da heißt es ja dann, dass man abends auf jeden Fall nicht in den und den Bereich gehen soll, um das so ein bisschen zu vermeiden. Das hattest du zu keinem einzigen Zeitpunkt, dass du da irgendwie Sachen oder Gebiete gemieden hast, weil es hieß, okay, wenn man sich da als Tourist oder Ausländer aufhält, dass man da auf jeden Fall nicht ganz so sicher ist, das hast du zu keinem Zeitpunkt so mitbekommen. Doch, also das gibt's schon. Ich bin am ersten Tag losgefahren und dann kam auf einmal so ein Pickup, hielt neben mir und hat mich gefragt, wo ich denn hinfahren würde. Und dann habe ich gesagt, ja, ich fahre hier irgendwie weiter und dann irgendwo rechts ab nach Stellenbosch. Und dann hat er gesagt, ja, ist okay, aber ich nehme dich mit. Und ich habe es natürlich erstmal nicht verstanden. Und es war dann aber, die Strecke ging an irgendeinem Township vorbei und er fuhr da jeden Tag morgens und abends die Strecke und hat dann beschlossen, dass es für mich nicht sinnvoll ist, da mit dem Fahrrad entlang zu fahren. Das war natürlich dann irgendwie, also so bittersweet, ja. Man ist dann natürlich ein bisschen verunsichert. Und als wir dann da mit dem Auto lang gefahren sind, hat man es auch verstanden. Also es gibt leider, gerade in Südafrika, gibt es viele Townships, wo die Leute ja auch sehr unter Drogenabhängigkeiten leiden und einfach sehr im Elend leben. Und wenn die da einen europäischen Radfahrer sehen, dann gerne mal zum Messer greifen und dann die ein oder andere Habseligkeit dann abnehmen. Das ist tatsächlich Teil der Realität und ja, schade, dass es das dort so gibt. Aber nichtsdestotrotz gibt es eben auch ganz, ganz viel das Gegenteil, in dem ja Menschen einem dann eben auch genau in so Situationen dann helfen und einen unterstützen und einen dann nicht ins offene Messer rennen lassen. Also war auf jeden Fall so viel Vertrauen zu dem Pickup-Fahrer da, dass du das Fahrrad hinten raufgelegt hast und da eher gedacht hast, dass der Township das Schlimme ist, anstatt der Pickup-Fahrer. So weit konnte er dich überzeugen. Ja, genau, ja. Ja, sehr cool. Und wie war es für dich generell, auf welchen Wegen warst du unterwegs? Du hattest ein Reiserad, bist du da eher Straße gefahren, warst du graveln? Die Infrastruktur von den Straßen ist ja jetzt auch nicht so, dass man da ewig viel geteerte Radwege hat. Wie warst du da unterwegs? Wie kann ich mir das vorstellen, auch so vom Sicherheitsfaktor her? Weil wenn man da schon außerhalb der Großstädte ist, ist es ja schon, oder hört man ja schon auch ab und an mal so Geschichten, dass es da, gerade wenn man mit Motorrad oder Auto unterwegs ist, dass es dann nicht ganz so leicht ist, da unbescholten durchzufahren. Wie hat sich das für dich dargestellt? Gab es da auch Momente, wo du gedacht hast, wow, lieber nicht weiter mit dem Fahrrad, oder hat sich das alles angenehm angefühlt? Ich bin dann genau aus dem Grund erstmal in Südafrika viel über Schotterstraßen gefahren,
Da gibt's auch viele gute und schöne, wo man dann ja auch viel einfach abseits des Verkehrs mit sich und ein bisschen mehr der Natur unterwegs sein kann. Und das macht auch einfach mehr Freude. Also wenn man irgendwie beim Fahren einfach fahren kann und mal einen Schlenker hier und mal einen Schlenker da, ohne dass dann gleich von hinten der LKW umfährt, das ist irgendwie einfach ein befreiteres und mental einfach schöneres Fahren. Macht mir persönlich mehr Freude, ob man dann ein bisschen schneller oder langsamer ist. Auf den Gravelstraßen ist mir dann egal. Also es ist ja kein Rennen, was man da fährt. Aber je nachdem, wo man ist, also zum Beispiel in Mosambik, bin ich die Küste entlang gefahren, und dann habe ich mal versucht, eine Nebenstraße zu nehmen und bin sofort stecken geblieben im tiefen Sand und habe dann, weiß ich nicht, kam dann irgendwo nochmal so der nächste kleine Traktor und dann habe ich das Fahrrad da hinten drauf geworfen und mich wieder zur Autobahn fahren lassen, weil ich da irgendwie ansonsten 5 Stunden mein Fahrrad durch tiefen Sand geschoben hätte, was dann auch nicht so viel Spaß macht. Von daher, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also wenn man die Möglichkeit hat, dann ist es immer schön, so auf den kleineren Straßen unterwegs zu sein und abseits des Verkehrs. Ist aber nicht immer möglich. Manchmal gibt es einfach nur die eine große Straße. Und solange man so ein bisschen Seitenstreifen hat, ist das auch alles in Ordnung. Wenn man wirklich Angst vor dem Verkehr hat, dann ist es schwierig. Ich glaube, dann hat man keinen Spaß. Ich habe zum Glück keine Angst davor. Ich habe in gewisser Weise Respekt. Habe mir aber immer gesagt, naja, am Ende, die Leute, die hier unterwegs sind, sind halt Auto- oder LKW-Fahrer und keine Mörder und so ein bisschen darauf vertraut, dass sie kein Interesse da haben, mich umzufahren. Hat zum Glück dann auch keiner gemacht. Und es gab bestimmt ein, zwei Tage und Situationen, wo ich sehr, ja, wo ich dann auch wirklich Angst hatte. Also ich kann mich an eine Situation am Ende der Reise, da bin ich dann wieder zurück nach Südafrika gefahren, erinnern. Da gab es dann so eine, ja, quasi eine zweispurige Landstraße, eine Spur hin, eine Spur zurück, wo dann auf der einen Seite noch eine Baustelle war und wo es wirklich, also gar kein Seitenstreifen, aber auch noch verengte Fahrbahn. Und man hängt da mit dem Fahrrad drauf und alle fahren 100 oder 120 an einem vorbei. Und gerade ist die Schicht in der Mine vorbei und es ist wirklich also die Straße ist komplett voll mit Autos. Und man wird in einer Art und Weise irgendwie weggehupt und weggedrängt, dass man wirklich merkt, man ist da nicht erwünscht. Und die Leute würden einen am liebsten einfach wegdrängen und von der Straße schießen oder schieben. Das war mal so 2, 2,5 Stunden, wo ich, da hatte ich wirklich Angst, dass da irgendwas passiert. Ist es zum Glück nicht. Und am nächsten Tag für die gleiche Straße hat mir dann noch irgendwer eine Mitfahrgelegenheit angeboten. Und dann war ich von dem Teil dann, habe ich es dann da auch gut durchgeschafft. Ja, aber ich glaube, long story short, es gibt immer wieder Momente, die unangenehm sind, aber im Großen und Ganzen, wenn man ein bisschen aufpasst, ein bisschen ja, vielleicht auch nicht die Kopfhörer so laut hat, dass man den Verkehr gar nicht mehr hört und ein bisschen rechts und links schaut, dann geht das eigentlich immer. Und es hilft auch, sich nicht ganz so an den Straßenrand drängen zu lassen. Man hat so ein breites Reiserad mit rechts und links den Taschen. Wenn man ein bisschen mehr mittig auf der Straße fährt, dann nehmen die Leute einen auch mehr als Hindernis wahr und schieben einen nicht so komplett in den Dreck. Und genauso, wenn sich gerade zwei LKWs überholen und der eine auf der Spur von vorne kommt, dann muss ich ihm auch nicht erklären, dass er mir da gerade Unrecht tut. Dann fahre ich halt einfach rechts in den Dreck und beziehungsweise links in den Dreck. Meistens ist ja Linksverkehr dort, und verkrieche mich. Und wenn die dann vorbei sind, dann fahre ich wieder auf die Straße und dann ist auch okay. Ich kenne es so ein bisschen, oder ich war auch in Südafrika zum Cape Epic. Da kann ich halt nur sagen, dass in Kapstadt da richtig, richtig ja so Mountainbike-Fieber ist. Also das war oder so wirklich so eine richtige Radkultur da herrschte, was so sonst in Italien mit dem Rennrad ist, es da mit dem Mountainbike. Konntest du das auch irgendwie so auf deiner Reise so ein bisschen bestätigen, dass es so Länder gibt, die da schon richtig ja bike-affin sind oder sportaffin? Oder hattest du während deiner gesamten Reise auch überhaupt kein Mitfahrer oder so. Also das hat sich zum Beispiel mir auch gefragt, ob du da
ja, mal irgendwie Mitfahrer hattest, die dich irgendwie ein bisschen begleitet haben oder so. Du hast ja jetzt gesagt, dass du Social Media mäßig da gar nichts gemacht hast. So ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber wurdest du da vielleicht mal von irgendeinem Einheimischen begleitet, wo du vorher mal eine Nacht über geschlafen hast, oder warst du wirklich eigentlich komplett alleine unterwegs? Ja, also es gab mal 2 Wochen, da bin ich, 4 Wochen insgesamt, aber 2 Wochen sind wir davon Kajak gefahren, nicht Fahrrad, war ich mit einer Holländerin unterwegs, die war aber dann genauso wie ich Reisende und kein Local. Ansonsten bin ich tatsächlich alleine gefahren. Also es ist immer mal wieder so, es gibt Länder, da ist das Fahrrad auch einfach Verkehrs- und Transportmittel. Die Jungs haben dann immer Spaß, mit einem so kleine Wettrennen zu fahren. Dann sprintet man mal zusammen Hügel hoch oder fährt zusammen den Hügel runter und guckt, wer schneller ist. Aber das sind dann immer mal so, ja, vielleicht mal so eine halbe Stunde oder irgendwas, so kleine Sachen. Die sind immer lustig und vor allem auch gut für den Kopf und für die Moral. Aber nichts Längeres. Also ich habe, als ich in Lesotho war, Lesotho ist so eine, kennen glaube ich nicht alle, ist so ein kleines Königreich innerhalb, also umschlossen von Südafrika. Da gibt es eigentlich nur Berge. Da hat mich mal einen Tag lang, war ein kleiner Junge der war mit einem Pferd und einem Esel unterwegs und ich war da mit dem Fahrrad und wir waren irgendwie so auf dem gleichen Pfad und haben uns, sind dann irgendwie, ohne miteinander reden zu können, sind wir dann da so side by side irgendwie den Tag lang zusammen unterwegs gewesen. Was ganz schön war, er hatte dann, irgendwo ist er so halb mit seinem Esel im Schlamm stecken geblieben und quasi vorne rüber geflogen und dann habe ich ihm wieder hochgeholfen und irgendwie seinen Stab zurückgereicht und irgendwann kam zu mir mal so ein Trupp Kinder aus irgendeinem Dorf an und haben dann sehr penetrant nach irgendwelchen Süßigkeiten oder Geld oder irgendwas gefragt und da hat er dann geschaut, dass mir da nichts passiert und die so ein bisschen weggeschickt und ja, das war sehr, sehr schön. Eine sehr schöne Erfahrung, auch ohne wirklich miteinander reden zu können, so zu verstehen, naja, wir helfen uns irgendwie gegenseitig und da hatte ich mal so für einen Tag irgendwie einen sehr schönen Mitreisenden. Aber im Großen und Ganzen war ich da meistens alleine unterwegs. Und bist du denn jeden Tag weitergefahren oder hast du auch mal gedacht, okay, hier gefällt's mir, hier kann ich ein bisschen länger bleiben und hast da ja dein Lager ein bisschen länger aufgeschlagen? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das gehört auch dazu und das lernt man irgendwie auch. Ich bin, glaube ich, ganz gut darin, Sachen dann einfach so durchzuziehen. Wie gesagt, so ein Ironman davor habe ich auch schon mal geschafft und dann gibt's einfach einen Trainingsplan und dann wird der abgearbeitet. Und ich glaube, das ist das Schöne, wenn man so lange auf dem Rad unterwegs ist. Man merkt halt irgendwann so, es interessiert einfach niemanden, ob man jetzt noch den Tag mal Pause macht oder sich wieder durchquält. Dann kann man sich auch mal erlauben, bisschen ruhiger zu machen, vielleicht mal einen Kilometer weniger zu fahren oder den Schnitt irgendwie ein bisschen runterzunehmen und ein bisschen weniger zu leiden und mehr zu genießen. Und ja, am Anfang fährt man immer los und ist motiviert und will jeden Tag und so nach und nach erlaubt man sich dann auch mehr Pausen und stellt das Rad mal irgendwo auch mal eine Woche weg, geht ein bisschen wandern und macht andere Dinge. Und wenn die Batterien wieder voll sind, dann geht's weiter. Aber ich glaube, gerade wenn man so lange unterwegs ist und das jetzt nicht unbedingt macht, um irgendeinen Rekord zu brechen, dann zumindest für mich war das sehr, sehr wichtig, mir auch diese sowohl physischen als auch mentalen Regenerationsphasen da zwischendurch mal zu geben. Weil am Ende sich immer wieder einen neuen Schlafplatz zu suchen, immer wieder neue Menschen zu sehen, immer wieder zu schauen, wo man bleibt. Am Ende, man entwickelt da eine Routine, aber so richtig abschalten und sich mal zurücklegen kann man dabei auch nicht. Du bist halt immer präsent und musst funktionieren. Und dann ist gut, zwischendurch auch mal ein bisschen Zeit zu haben, um wirklich abzuschalten. Und du bist Südafrika, dann ging es nach Lesotho. Wolltest du eigentlich von Süd nach Nord fahren oder war das dann schon auch klar, dass du vielleicht wieder den Rückweg antrittst? Wie viele Länder hast du insgesamt gesehen auf deiner Reise? Ja, ich hatte tatsächlich ursprünglich die Idee, bis nach Kairo zu fahren.
also hoch an den Norden, und habe mich dann, also ich bin dann, wie du es gerade gesagt hast, quer durch Südafrika, durch Lesotho, bin dann in den Osten nach Mosambik und von dort hoch, etwas nördlich nach Malawi, ganz durch Malawi durch und dann quer durch Tansania, in den Osten an die Küste gefahren. Und dann kam meine Familie zu Besuch, mein Bruder, mein Vater. Wir sind zusammen auf den Kilimanjaro geklettert und bin von dort dann weiter hoch in den Norden gefahren, nach Kenia. Und in Kenia habe ich mich dann, da kam so langsam der Gedanke, ob das so wirklich schön ist, durch Äthiopien zu fahren, wo leider gerade auch die politische Lage nicht ganz so stabil ist und teilweise noch Bürgerkrieg herrscht. Und auch durch Ägypten mit dem Fahrrad zu fahren, ist nicht ganz so einfach. Da braucht man, also entweder die Polizei erlaubt es einem gar nicht, und man wird in das nächste Hotel gefahren, hinten im Polizeiauto, oder es geht nur mit Polizeieskorte, oder ja, man hat irgendwie ein größeres Projekt und holt sich vorher irgendwelche Erlaubnisse. Aber da mal so eben mit dem Fahrrad durchzuradeln durch Ägypten, ist leider im Moment auch nicht so möglich. Und dann habe ich mich entschieden, bevor ich mich dadurch kriege und irgendwelche Polizeieskorten quäle, kann ich auch noch mehr im Osten und Süden Afrikas ja, erforschen und genießen. Und habe dann mich entschieden, dort im Norden von Kenia wieder umzudrehen, und bin dann durch Uganda und Ruanda, durch den Westen Tansanias und Sambia und Botswana zurück nach Südafrika gefahren, dann nach Johannesburg und von dort aus ging es dann zurück. Jo, das hört sich auf jeden Fall schon mal nach einer ziemlich harten Tour an. Wie kann man sich das vorstellen? Du erzählst es jetzt so ganz locker hier von wegen, ich fahre durch Afrika, dann nach Lesotho, Simbabwe, Mosambik etc. Wie hast du da die ganzen ja, Grenzen überschritten, überfahren? Ist es so ganz easy, das hinzukriegen? Ja, witzigerweise schon. Also ich glaube, man stellt sich das immer so ganz, ganz kritisch und problematisch vor. Ich habe die Erfahrung gemacht, also man ist ja auch immer selber so dabei. Ist ja nicht immer nur die Grenzpolizisten, sondern auch man selber. Wenn man da so ein bisschen unvoreingenommen und fröhlich vorbeischaut und dann ist man sowieso schon der verrückte Typ auf dem Fahrrad und dann erzählt man denen einfach fröhlich von der Reise, dann finden die das auch spannend. Dann ist man nicht in so einem Kreuzverhör im Sinne von, oh, und wo schläfst du und wo geht die Reise, also wo geht's hin und wo geht's dann morgen hin, etc. Im Sinne von, dass man da irgendwelche Buchungsnachweise denen vorlegen muss. Sondern mehr wirklich, weil die ehrliches Interesse an der Reise haben. Dann hat man da ein bisschen Smalltalk und klar, manchmal gibt es irgendwelche Dokumente, die man denen geben muss oder manche Staaten haben E-Visa, das muss man dann vorher einmal anmelden. Aber ansonsten sitzen da auch nur Menschen an der Grenze und die waren zum Glück immer freundlich zu mir und das Fahrrad ist auch nicht so ein Objekt der Begierde. Ich habe von einigen gehört, wenn man da mit dem Auto über die Grenzen fährt, dann braucht man ganz viel Papiere und ganz viel Dokumente und muss irgendwelche Sachen nachweisen. Das Fahrrad schaut sich nie jemand an. Also auf meine Satteltaschen wurden nicht einmal durchsucht. Das ging zum Glück immer sehr, sehr einfach und sehr smooth dadurch. Ja, jetzt hast du ja erzählt, dass du dann bis nach Kenia hochgekommen bist, in Tansania noch den Kilimanjaro bestiegen hast. Hattest du überhaupt Klamotten mit, dass du da auch in die Kälte konntest? Also du hattest ja nur deine paar Taschen am Rad. Warst du da wirklich für alle klimatischen Bedingungen ausgerüstet oder hattest du eigentlich nur Flipflops, kurze Hose mit und dann musstest du sehen, wie dein Bruder und dein Vater da die Sachen dann für den Kilimanjaro mitbringen? Ja, ich hatte zum Glück hatte ich so eine lange Montur auch dabei. Also einmal so Base Layer hatte ich mir mitgenommen. Die hatte ich vorher auch schon mal in Südafrika und Lesotho gebraucht. Wenn man da so auf 2.000, 3.000 Meter hochfährt, dann wird es da auch irgendwann mal frisch. Eine Daunenjacke hatte ich dabei und sogar ein paar Handschuhe.
Und ja, tatsächlich hat alles dann auch für den Kilimanjaro gereicht. War zwar nicht super warm da oben und eine Mütze habe ich noch bekommen von meinem Bruder und meinem Dad. Aber damit hat es dann geklappt, da oben zu stehen. Ich habe von allem so ein bisschen was dabei gehabt, ohne jetzt, also ich hatte nicht 5 Radtrikots dabei, sondern bin eigentlich immer den gleichen gefahren und habe es ab und zu mal irgendwo unter den Wasserhahn oder in den Bach gehalten. Aber ja, dafür dann von allem quasi einen Teil gehabt und das hat dann auch bis hoch zum Kilimanjaro gereicht. Wie fandest du die Besteigung oder wie lange habt ihr dieses Crossing gemacht? Es gibt ja, glaube ich, unterschiedliche Angebote, wie lange man darüber laufen kann, je nachdem, wie lange man sich wo akklimatisiert. Ich weiß nur vom Freund oder kenne es auch so ein bisschen, dass das ja auf jeden Fall schon so die Höhe ist, wo es einem dann teilweise nicht mehr ganz so gut geht und die Schritte einem schon schwieriger fallen. Wie erging es dir dabei? Ich hatte tatsächlich eine gute Zeit. Ich war ja fit und bin auch vorher immer mal wieder so ein bisschen den einen oder anderen Hügel hoch und runter gefahren. Ja, mein Vater, der ist natürlich ein bisschen älter und das war dann mehr die Herausforderung, das mit ihm zusammen zu schaffen. Der hat sich blöderweise dann auch noch so eine, ja, so eine Mageninfektion eingefangen und hat dann quasi ab dem dritten Tag nicht mehr viel essen und trinken können. Und jeder Triathlet weiß, dass dann so ein bisschen die Energie im Körper fehlt, um dann noch große Leistungen zu erbringen, wenn da keine Kohlenhydrate nachgeschoben werden können. Und ja, dann sind wir ganz langsam gegangen und haben uns noch einen Tag mehr genommen. Also hatten ursprünglich 6 Tage geplant auf der Mashamel-Route und haben dann am Ende 7 gebraucht. Und ja, haben das aber mit einem, also ganz alleine kann man es nicht machen. Man hat da immer so eine Truppe mit Guide und ein paar Portern dabei und die haben uns super unterstützt und ja, haben das dann am Ende geschafft, dort zu dritt oben zu stehen. Genau, aber die Herausforderung war mehr, das zusammen mit meinem Vater zu schaffen. Für mich tatsächlich mit den ganzen Kilometern in den Beinen war es körperlich, ja klar, man merkt am Ende die Höhe, aber es sind keine harten Wanderungen, die man da macht, sondern das ist schon machbar, gerade wenn man eine Grundfitness hat und ein bisschen aus dem Ausdauersport kommt und sich ein bisschen Zeit gibt, da so 6, 7 Tage sind, glaube ich, eine gute Richtgröße, sich da zu klimatisieren, dann ist das auf jeden Fall ein machbarer Berg. Also es sind keine sportlichen Wunderleistungen, die man da vollbringen muss. Aber klar, oben, gerade wenn man dann oben steht und irgendwann wieder runterläuft, dann brummt der Schädel auf jeden Fall. Da merkt man dann, dass da ein bisschen weniger Sauerstoff oben ist. Härte, genau. Darauf bin ich eigentlich eher eingegangen, aufgrund der ja des geringen Sauerstoffs und der Höhe, die der Kilimanjaro mitbringt. Ich kenne es so ein bisschen vom höchsten Berg Nordafrikas, vom Tupkal. Der ist ein bisschen mehr als 4000 Meter hoch. Da fängt es ja auch schon ganz gut an. Das ist auch jetzt keine riesensportliche Herausforderung oder man muss da keine große Klettererfahrung mitbringen, aber die Höhenluft macht da einigen doch schon zu schaffen. Da ist es ja dann auch immer ganz egal, wie gut man trainiert ist, da kann es dann jeden Ja. treffen. Aber in welcher Zeitspanne sind wir so ungefähr? Du bist jetzt in Kenia angekommen, sagst, okay, Richtung Norden soll es nicht weitergehen, du machst dich auf den Rückweg. Irgendwann kam ja dann der Gedanke, was auch so der Grund ist, warum du jetzt hier mit im Podcast bist, kam ja dann der Gedanke, ja, 70.3 Ruanda, da könnte ich mich eigentlich anmelden und mitmachen. In welcher Zeitspanne sind wir, wenn du jetzt hier die 9 Monate gereist bist? Bist du jetzt schon 6 Monate unterwegs und hast dann die Idee, okay, mit der Form, die ich jetzt aufgebaut habe, könnte ich die Mitteldistanz racen oder wie kam das? Ja, das war mehr so ein, also ja, das war dann irgendwann im, ich glaube, Juli, also Juli. Und ich hatte den Newsletter oder irgendwelche Werbe-E-Mails von Iron Man. Ich hatte mich ja dann da mal vor 2 Jahren angemeldet und irgendeine Mail habe ich nicht abgeschaltet. Und in irgendeinem Moment, wo ich mal Langeweile und ein bisschen Internet hatte, habe ich diese Mail gesehen, dass da ein 70.3 in Ruanda ist. Und ja, dann war mir ein bisschen langweilig und ich dachte, ach komm,
warum nicht? Ich hatte vorher schon mal so ein, zwei Fundraising-Aktionen gemacht und dachte mir, das ist vielleicht ganz witzig, wenn ich da nicht einfach nur den 70.3 normal mitmache, sondern auf meinem Reiserad mit so, ja, irgendwie 15 Kilo Stahlrad und mit meinen Flipflops, mit denen ich da immer unterwegs gefahren bin, fahre. Und das einfach nur mit den Klamotten mache, die ich so auf dem Fahrrad habe und nicht mit dem normalen Equipment, was man so für einen Ironman oder auch einen 70.3 dann nutzen würde, dass ich da mitmache. Und ja, dann habe ich eine Mail geschrieben, gefragt, ob sie mir das Startgeld sponsoren. Und das haben sie dann netterweise gemacht. Und dann hieß es da, dann runterzufahren. Aus Kenia hatte ich dann noch irgendwie so 2000 Kilometer bis hin nach Ruanda, also da nach Gisenyi, und habe mich durch die Wüste gequält, um dann irgendwann rechtzeitig an der Startlinie zu stehen. Oder die Wüste in Kenia und dann die Berge in Uganda und Ruanda. Die sollte man auch nicht unterschätzen. Aber ja, hat dann am Ende geklappt und genau, war ein schönes Event. Hattest du dann auch den Zeitdruck, da runterzukommen? Weil du jetzt sagst, so, ich meine, 3000 Kilometer sind jetzt auch nicht einfach so mal schnell gefahren. Hattest du dann einen gewissen Zeitdruck? Oder war das alles in der Zeitspanne, wo du gesagt hast, das schaffe ich auch, wenn ich mir da Zeit lasse? Nee, das war dann schon, knapp. Also ich weiß nicht mehr genau, wie viele Tage und wie viele Kilometer es waren. Aber ich bin dann schon immer so, ich war also oben in der Chalbi-Wüste in Kenia. Da ging einfach nicht viele Kilometer am Tag. Da ist tiefer Sand, man schiebt viel und oben brennt einem die Sonne mit 45 Grad ohne Schatten auf den Kopf. Da ist man dann mit so 70, 80 Kilometern am Tag gut bedient. Und als ich dann wieder in Uganda irgendwo auf Asphaltstraßen war, habe ich schon dann jeden Tag irgendwie meine 150 Kilometer oder mehr dann abgestrampelt, um irgendwie rechtzeitig an der Startlinie zu stehen. Und habe es dann zum Glück, glaube irgendwie dann am Freitag geschafft, dass ich noch, nee, ich hatte zwei Ruhetage vorher, genau. Also ich hatte dann noch genau, bin am Donnerstag angekommen, war sehr, sehr happy, dass ich nochmal 2 Tage die Beine hochlegen konnte, bevor es dann da am Sonntag losging. Gut, dein Fahrrad hattest du dabei. Wie sah es mit Schwimm- und Laufsachen aus? Die hat man ja dann normalerweise nicht einfach so mit dabei. Das stimmt, aber Schwimmen habe ich in der Boxershorts gemacht. Schwimmbrille gab es nicht. Die Badekappe wurde vom Ironman gesponsert. Und ja, Laufsachen, gelaufen bin ich in meiner Radhose, also dann auch in den Radklamotten einfach. Die Laufschuhe habe ich beim Check-in bekommen. Da hatte der Axel hatte Mitleid und hat mir seine Schuhe gegeben, die 3 Nummern zu groß waren, aber dann besser als Flipflops. Und du bist mit Flipflops Rad gefahren, oder wie? Ja, ich bin mit Flipflops Rad gefahren, ja. Also du hattest auch noch nicht mal irgendwie Klickpedalen am Fahrrad, sondern bist die ganze Tour eh mit Flipflops gefahren. Richtig, ja. Okay. Ja, ganz cool. Ich meine, als Wasserballer nimmt man ja den Kopf eh selten unter Wasser. Also von daher kennst du wahrscheinlich das Kraulen mit Kopf über Wasser. Hast dir da wahrscheinlich auch einen ganz guten Vorsprung herausgearbeitet. Wie war das Startfeld da zusammengesetzt? Warst du da so die einzige, der einzige europäische Leuchtturm oder war das wild gemischt? War es eher so ein Rennen, was so ein bisschen Entwicklungscharakter hat? Wie kann man sich das mit so einem 73 Rennen in Afrika vorstellen, weil Ruanda ist ja jetzt auch nicht so für jeden wie Südafrika oder so. Ja, also Ruanda ist tatsächlich, die hatten vor ja, 25 Jahren gab es da leider mal einen Völkermord, und seitdem aber ist das Land in einem sehr stabilen, ja, eine sehr stabile Regierung mit wenig Korruption, wo viel vorangeht und wo man auch sehr, sehr sicher und sehr, sehr schön hinreisen kann. Also alle, die auch aus Europa da waren, haben das dort sehr genossen. Es ist sehr, ja, sehr sicher, sehr freundlich.
Also für alle, die so einen leichten, in Anführungsstrichen leichten Einstieg mal in einen Afrika-Urlaub haben möchten, denke ich, kann man Ruanda definitiv empfehlen. Gibt dann auch die Berggorillas da, die zwar, ja, also ich selber hatte nicht das Budget, mir die anzuschauen, aber dort im Regenwald gibt es eben auch Berggorillas, was auch sehr, sehr sehenswert ist. Ja, und das war ein kleines Event, also ich glaube insgesamt 150 Starter. Die Organisatoren kamen so ein bisschen aus Südafrika mit rüber und haben unterstützt und war aber total, also ein cooles Teilnehmerfeld von der Großteil Europäer, dann ein bisschen Südafrikaner und Kenianer, wo so der Triathlonsport auch ein bisschen größer ist. Und für die war das dann so das in Anführungsstrichen lokale Rennen. Und dann gab es tatsächlich auch viele aus Ruanda. Also was heißt viele? Vielleicht so ein Fünftel, ein Viertel der Starter, die dort aus Ruanda mitgemacht haben, was sehr, sehr schön ist, weil ich glaube, der Triathlonsport ist jetzt nicht unbedingt, also irgendwo auf dem Dorf, wo es keine Mittel gibt. Die haben vielleicht nochmal einen Fußball und können ein bisschen rumkicken, aber der Triathlonsport ist jetzt ansonsten in Afrika nicht groß verbreitet. Und in Ruanda selbst ist aber eine unfassbare Fahrradkultur. Also Fahrräder sind dort überall, sowohl ja, also als Transportmittel, als mittlerweile auch als Sport. Also viele, die dort mittlerweile auch Rennrad fahren. Ich glaube, die UCI World Champs sind auch irgendwann in den nächsten Jahren mal in Ruanda. Und ja, von daher war das irgendwie ein cooler Mix aus Europäern, die rübergekommen sind und sich Hoffnungen auf Startplätze in Lahti gemacht haben. Ich glaube, die Quote von Startern zu Startplätzen dort war gar nicht so schlecht. Da gab es auf jeden Fall gute Chancen. Und dann aber auch ja einfach das so für die lokalen Communities und die lokalen Sportler das zu promoten und den Triathlonsport da so ein bisschen bekannt zu machen, war das ein cooles Event. Also sehr, 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 sehr schön. Und ich mag auch so kleinere Sachen, also so mit 150 Leuten. Ich glaube, wir sind 4 Runden Fahrrad gefahren und mit Wendepunkt und dann ist man sich irgendwie 5, 6 Mal entgegengekommen und irgendwann kannte man jeden und hat sich gegenseitig angefeuert. Das ist eine coole Dynamik. Wie lief das Rennen für dich? Schwimmausstieg erster oder waren da noch welche schneller? Wie oder generell, wie hast du es gestaltet? Hattest du da irgendwie Ambitionen auch mit deinem alten Wettkampfcharakter zu sagen, okay, ich gucke jetzt, wie weit ich nach vorne komme, oder war es rein so dieses Foundraising-Ziel, das du dann hattest? Wie hast du das gestaltet? Auch von der Verpflegung. Ich meine, du hattest ja auch keine Spezialverpflegung mit oder so. Hast du das dann vor Ort versorgt oder hast du gesagt, ich krieg alles hier nur über die Verpflegungsstationen hin? Das sind ja alles Themen, womit sich ja ein normaler Triathlet, der sich jetzt auf eine Mitteldistanz vorbereitet, schon ziemlich beschäftigt. Ja, also ich war, also ich hatte es ja irgendwie vorher mal gemacht. Ich weiß zum Glück, dass ich einen starken Magen habe. Also ich habe nie Probleme irgendwie mit Essen und Trinken. Deswegen habe ich einfach mal darauf vertraut, dass ich die Gels und die Drinks, die da am Straßenrand verteilt werden, schon irgendwie vertragen werde. Einen Snickers habe ich mir in die Wechselzone gelegt. Und ansonsten, nee, große Ambitionen hatte ich gar nicht. Ich hatte auch überhaupt keine Idee davon, zum Beispiel, wie schnell ich mit diesem Fahrrad fahren kann. Weil normalerweise, wenn man da noch die ganzen irgendwie 40 Kilo, 40, 50 Kilo Gepäck und Essen und Trinken da drauf hat, dann, ja, wenn man auf flacher Strecke mal einen 20er-Schnitt schafft, dann ist schon ein guter Tag. Und das war dann jetzt auch noch extrem hügelig da. Und von daher, irgendwie Ambitionen hatte ich da keine. Gelaufen bin ich das ganze Jahr nicht. War dann mein erster Lauf irgendwie in dem Jahr. Und deswegen habe ich halt einfach mal geschaut, wie es irgendwie hinhaut. Am Ende war, glaube ich, ich habe mich dann weiter nach vorne gekämpft. Also als ich mir das angeschaut habe, war ich nach dem Schwimmen noch weiter hinten. Weil ohne Neo, ohne Auftrieb und ohne irgendwie, ich glaube, seit dem Ironman bin ich auch nicht mehr wirklich geschwommen.
So, da war ich eigentlich froh, dass ich die 2 Kilometer noch gänzlich ohne Training zusammenbekommen habe. Und dann auf dem Fahrrad hat's mega Spaß gemacht, weil alle mich in meinen Flipflops und auf diesem bescheuerten Stahlrad gesehen haben. Und dann war ich auch gar nicht so langsam. Also ich dachte, alle überholen mich und dann bin ich angefangen, also dann bin ich angefangen, andere zu überholen. Und das hat einem dann mega schönen Push gegeben. Und tatsächlich am Straßenrand, also da waren so ein, zwei Kommentatoren, und die haben dann den Locals, die an der Strecke waren, erzählt, dass ich der Idiot bin, der hier eigentlich auf Afrika-Reise unterwegs ist und hier den ganzen Weg aus Kapstadt hochgefahren ist. Und dann haben die sich mit mir mitgefreut und haben mich immer so mit angefeuert. Und das hat dann mental total gepusht. Und gerade das Radfahren hat super Spaß gemacht. Und das war mehr so mein Ding, dass ich dachte, okay, ich bin jetzt hier auf dem Fahrrad. Die letzten 6 Monate saß ich eigentlich nur auf dem Rad. Und auch wenn ich gleich den Lauf nicht mehr zusammenkriege, aber dann habe ich zumindest eine gute Zeit noch beim Radfahren hingelegt, weil da bin ich ja fit. Ja, habe das dann auch noch ganz gut zusammenbekommen. Und Inwieweit war es befreiend für dich, endlich mal zu merken, dass das Fahrrad auch schnell fahren kann? Also 50 Kilo mal einfach so abmachen, ist ja schon ein ja, Unterschied. aber ich glaube, das ist ein guter Trainingstipp. Also das ist so, wenn man nur das Langsame gewohnt ist und dann auf einmal schnell fährt, das ist so richtig beflügelnd. Da kommt dann der Adrenalinkick wieder rein und man kann einfach, ja, also es ist so richtig wie Ballast abwerfen. Und man denkt, man ist eigentlich viel langsamer und auf einmal merkt man, okay, die Beine sind doch stark und so langsam ist das Rad gar nicht. Und dann fängt es an, richtig Spaß zu machen. Und dann kann man immer noch ein bisschen draufdrücken. Und der Kopf spielt ja, wie wir alle wissen, auch eine unfassbar große Rolle bei diesen längeren Distanzen. Und dann habe ich es einfach genossen und bin da mit einem breiten Grinsen um den Kurs geschossen. Und ja, habe das ein oder andere Aero-Rad und Full Aero-Kit für den Triathlon dann auch hinter mir gelassen, was dann echt Spaß gemacht hat. Und dann im Laufen mit anderen Laufschuhen oder überhaupt keine muskulären Probleme dann gehabt. Also ich kenne es von mir, wenn ich wieder mit dem Laufen anfange, dann Zum spätestens ab Glück keine Kilometer anderen. 12 merke ich meine Waden und alles Mögliche. Ja, außer wirklich einfach nur Schmerzen im Sinne von müde Muskeln oder müde Beine, hatte ich keine Krämpfe oder irgendwas. Also zum Glück hat der Körper irgendwie mitgemacht. Und ja, also ich glaube, da habe ich genügend Ausdauererfahrung, dass ich einfach mich darauf konzentriere, einfach nur zu trinken und zu essen und ansonsten irgendwie einfach durchziehen. Sich und andere, also was mir hilft, ist dann andere anzufeuern und darüber, dass ich andere irgendwie anfeuere, pushe ich mich dann selber. Und das hat in dem Feld auch super funktioniert. Wie gesagt, auch beim Laufen waren es irgendwie drei Runden und immer mit Wendepunkt und man ist sich dann immer wieder entgegengekommen. Aber es war ein harter Kurs, also da war keiner schnell. Das war auch beim Laufen. Hatten sie da da war immer so eine Rampe drin, auf jeder Runde. Da sind die meisten einfach hochgegangen, weil es war auch, glaube ich, effizienter, als da hochzulaufen. Es war echt steil, es war super schwül und warm. Zum Glück war ich an das Klima so ein bisschen gewöhnt. Aber gerade die da aus Europa dann eingeflogen waren, haben da echt gelitten. Und ja, war aber für mich dann am Ende, hat es irgendwie geklappt. Als ich 2 Runden hinter mir hatte, wusste ich, okay, die dritte geht dann irgendwie auch noch. Ich habe als Teil der Reise, ganz am Anfang habe ich mal 10 Tage meditiert. Wenn man so meditiert und irgendwie lange im Schneidersitz sitzt oder überhaupt sitzt, dann fangen irgendwann auch an, die Beine ziemlich weh zu tun. Und dann irgendwann hat es so weh getan, dann bin ich da mal zum Lehrer gegangen und habe gefragt, hey, also ist das irgendwie normal oder also so, das tut halt echt schon ziemlich weh. Und er meinte nur, ja, also das ist ja kein echter Schmerz. Also wenn du jetzt hier aufstehst und dann, du kannst ja immer noch laufen und nach 10 Minuten hast du es ja schon wieder vergessen.
Mit der Einstellung bin ich dann am Ende auch diese letzten Kilometer gelaufen, im Sinne von, naja, wenn man einmal über die Ziellinie ist, dann ist ja dann auch nach 5 Minuten wieder alles gut und ein bisschen Körner sind noch drin. Und habe es dann irgendwie auch geschafft und auch dann gar nicht so schlecht. Bin dann irgendwie in meiner Altersklasse Dritter geworden und wie eingangs erwähnt, es gab genügend Plätze und mich dann witzigerweise auch für Lahti nächstes Jahr für die 70.3 Worlds darüber qualifiziert. Ja, also am Ende, ich hatte überhaupt nicht die Motivation, dass das sportlich irgendwie gut wird. Aber ich glaube, gerade so dieser mentale Faktor, einfach mal ein bisschen das Optimieren und den Druck für sich selber rauszunehmen und einfach mal Spaß an der ganzen Sache zu haben und das nicht so zu perfektionieren, hat unfassbar geholfen und hat es dann zu einer sehr, sehr schönen Erfahrung gemacht. Und du hast den Startplatz Habe angenommen. ich angenommen, ja, tatsächlich. Ich fand es so absurd, dass ich mich auf diese Art und Weise qualifiziert habe, dass ich dachte, da, da muss ich jetzt auch hin. Gut. Wie sieht dann die Vorbereitung aus? Hast du schon was geplant? Du bist ja dann aus Ruanda wieder bis nach Südafrika runtergefahren, bist jetzt in Berlin und jetzt schmiedest du Pläne, wie du deine Reise bis nach Lahti planen kannst. Ja, genau. Also ich muss mal, bei mir ist gerade alles noch so ein bisschen, ich bin jetzt hier angekommen und sortiere mich ein bisschen. Ich habe in dem Rahmen des Triathlons dort einen Südafrikaner, den Henry, getroffen. Der hat vor, dieses Jahr von Kairo nach Kapstadt zu laufen. Ich habe das spontan gehört und dachte, das ist so eine coole Idee. Und jetzt sitzen wir gerade dabei, das Ganze zu planen und dann nächstes Jahr, ja, 11.000 Kilometer von Kairo nach Kapstadt zu rennen. In unter 200 Tagen ist das Ziel und darauf wird dann der Fokus liegen, mich dafür fit zu machen. Und im Zweifel muss ich dann irgendwie schauen, ob ich meinen Startplatz für ein Jahr verschieben kann. Und dann lacht die dafür absagen muss. Dann ja, mal schauen, ob das irgendwie sich miteinander kombinieren lässt. Die Zeiträume würden leider miteinander kollidieren. Von daher, wenn es jetzt den Lauf gibt, was ich mal hoffe, worauf ich hinarbeite, dann ja, muss ich leider in Lahti die Segel streichen. Oder ihr plant es alles so ein bisschen schneller und dann kommst du im Gegensatz zu jetzt in Ruanda, in Finnland mit der absoluten Laufform an, musst dann halt eher gucken, wie du es im Radfahren überlebst. Ja, aber mal schauen. Das ist das Problem beim Laufen, da hilft einem kein Rückenwind. Da weiß ich noch nicht, welcher Wind mich da Ja, das hochpusten stimmt. soll. Du hattest ja gesagt, du hast das auch so ein bisschen für einen Fundraising-Zweck gemacht. Für was hast du da ja Aufmerksamkeit gehabt? Für welche Institutionen hast du da ja Spenden Ja, ich gesammelt? habe das für World Bicycle Relief gemacht. Die bauen Buffalo Bikes. Das sind so robuste Fahrräder mit einem Gang und hinten einem riesen Gepäckträger, wo man ganz viel draufladen kann. Geben die an Communities oder vor allem einzelne Personen, die in sehr abgelegenen Regionen wohnen und wirklich nur, also gar keinen Zugang zu irgendwelchen Mobilitätshilfen haben, sondern einfach nur gehen. Und wo die Fahrräder eine unfassbare Hilfe sind, um sei es Wasser zu transportieren, um irgendwelche Waren von A nach B zu bringen, um auch einfach nur zur Schule zu kommen. Das ist ein Riesenunterschied für die Menschen, ob sie ein Fahrrad haben oder nicht. Und ich habe viele, gerade in Mosambik und Malawi, später dann auch in Sambia viele von den Buffalo Bikes gesehen und fand das eine schöne Sache. Und wenn ich mich nicht täusche, jetzt wo du es ansprichst, im Moment läuft noch eine Aktion von großzügigen Amerikanern, die jede Spende, die heute und in den nächsten Tagen da reingeht, verdoppeln. Also wer noch vor Weihnachten was Gutes tun möchte, ja,
World Bike Relief, alles, was man da momentan denen zugutekommen lässt, wird dann nochmal verdoppelt. Also könnt ihr doppelt da was Gutes tun. Wer mag, ist auf jeden Fall ja ein schönes Programm. Und genau, ist ein bisschen was zusammengekommen, auch damals dann durch den Triathlon. Und ja, freut mich, dass ich da die ein bisschen unterstützen konnte. Ist ja auch eine recht bekannte Organisation. Ich glaube sogar Nino Schurter, der Mountainbiker, und auch viele Profis, die beim Cape Epic unterwegs sind, unterstützen das immer. Also das ist schon eine relativ große Organisation in Afrika, wenn ich das so auf dem Schirm habe. Ich glaube, es gibt auch Embrace the World als Team, die World Bicycle Relief als Art, kein Sponsor, aber auch als Fundraising-Partner haben. Also das ist schon recht bekannt. Den Nino habe ich getroffen am ersten Tag in Stellenbosch. Echt? Und hat er dich mit auf die Trails genommen? Ja, nee, ich war, glaube ich, ein bisschen zu langsam auf dem Rad unterwegs. Aber wenn der seine Karriere beendet, hat er gesagt, dann fragt er mich mal nach der Route. Dann fährt er nochmal durch. Das ist überhaupt ein guter Tipp. Wenn jetzt irgendwer extrem Interesse daran bekommen hat, auch mal so eine Tour zu machen, irgendwie durch Afrika oder auch beim 70-3 Ruanda am Start zu sein, kann man dich irgendwie kontaktieren, sich da Tipps einholen, auf was man achten muss? Hast du eventuell vor, doch noch ein bisschen Social Media mäßig aufzutreten? Wo kann man dich verfolgen oder wie kann man dich kontaktieren, dass da irgendwie Informationen zu einem dann kommen, wenn man wirklich da richtig Interesse dran hat? Ja, also es gibt ein Instagram-Profil, das heißt fritz_1702. Vielleicht können wir es auch einfach irgendwo in die Shownotes oder so mit reinnehmen. Da auf jeden Fall immer gerne. Ich denke, das ist das Einfachste. Ich glaube, Facebook habe ich tatsächlich nicht mehr. Und ja, bin da gerne für alle Infos zu haben. Und ich glaube aber generell, es gibt immer, am Anfang stellt man sich ganz viele Fragen und vieles klärt sich dann unterwegs. Und wichtig ist einfach irgendwie loszufahren und meistens ist es gar nicht so kompliziert und so schlimm, wie man sich das Ganze vorstellt. Die viele Probleme ergeben sich gar nicht oder lösen sich von selbst. Das Wichtigste ist irgendwie loszufahren und so die Angst abzulegen. Und dann wird man mit vielen schönen Dingen und schönen Erfahrungen belohnt. Das sind doch passende Schlussworte. Fritz, ich danke dir vielmals. Wir gucken auf deinen Marathon oder auf die mehreren Marathons durch Afrika. Vielen Dank für deine Zeit und die wirklich spannende Geschichte. Mich hat sie richtig interessiert. Und ja, wer sonst mal Fragen an Fritz hat, ihr habt gehört, wie die Kontakte sind, dann bis zum nächsten Mal. Danke, Fritz. Danke dir, danke euch. Hat mich gefreut. Bis dann. Ciao, ciao.